Rio ist ein Frechdachs und eine Rüpel dazu. Drei Zypressen stehen da. Alma ist auf einer und er muss natürlich genau dahin, wo Alma auch ist. Und dann wird sich gestritten. Anstatt der eine da sitzt, der andere da. Nein, nicht möglich. Es dreht sich jetzt genau um diese Baumspitze. Dass die übrigens noch lebt, das ist für mich eher ein Wunder. Aber die stellt sich immer wieder auf und die macht sie jetzt schon seit ein paar Jahren mit. Funktioniert! Fritz wird auch heute endlich mit dem Wintergarten fertig. Das dauert schon 2 Tage, weil wir ja nicht in einem durchmachen können. Da ist ja immer mit Tieren alles Mögliche, was da noch zwischenkommt. Ja, und da muss man immer wieder aufhören und kann nicht eigentlich bei der einen Arbeit bleiben. Das ist auch kein Wintergarten für uns. Also nicht, dass ihr denkt, da ist eine schöne Sitzgarnitur drin und damit wir mal schön was. Nein, nein, das ist für die Hunde ein Windfang sozusagen. Also die können dann vom Wintergarten, vom Wohnzimmer in den Wintergarten und dann eben halt raus. Und wenn das bei uns so windig ist, was ja im Norden häufiger ist, können die da drinnen bleiben und dann sind die schön geschützt. Ja, Rio und Alma haben jetzt das nächste Objekt der Begierde gefunden. Und zwar wieder mal eine Wasserflasche. Ich habe die auf den Boden hingestellt und das ist das Resultat. Rio, tu die dich ärgern. Rio hat tatsächlich mal nachgegeben. Ja, Alma, und jetzt? Was willst du da mit deiner Flasche? Alma ist ja sowieso nicht so fürs Anfassen, das mag die ja nicht. Und da hat der Rio sich wahrscheinlich gedacht, nutzte mal die Gunst der Stunde, wenn die beschäftigt ist, da schleiche ich mal ran. Mal sehen, ob da was geht. Ja, mein Rio, es geht. Hast du da schon wieder was abgebrochen? Nee. Guck mal her. Oh, ist von mir zusammengebrochen. Mein kleiner Junge. Das ist natürlich 1000%iges Vertrauen. Ich meine, mitten auf dem Weg, sich auf den Rücken legen. Das ist also, Junge. Mehr geht nicht. Mehr kann man von einem Tier absolut nicht erwarten. Oh. Ja, war ich denn alle. Auf der einen Seite ist das so ein Rüpel und auf der anderen Seite ist der so kuschelig. Ach Mann, was ich den liebe, den Kleinen. Und im Hintergrund, da hört man die Molukkenkakadus. Das heißt, das ist Tiamo und der beschwert sich, weil der sitzt auch gerne bei mir. Und der kann das überhaupt nicht vertragen, dass ich jetzt den Rio streiche. Dann schimpft der richtig laut. Und jetzt kam Rio noch auf dem Schoß gehüpft. Oh Mann, ist das nicht süß. Für Menschen, die keinen Umgang mit Papageien haben, ist das ja kaum vorstellbar, ne? Wie das so ein Papagei so kuschelig sein kann. Aber das ist so. Nicht alle, aber der Rio extrem und die Molukken auch. Ah, und die Weißhauben auch. Die Aras eigentlich normalerweise nicht so dolle. Also jedenfalls unsere nicht. Aber der Rio, das ist schon Extremfall. Ja, und die hellrote, also die hellrote Ara, die Pina, die ist auch noch so kuschelig. Ja, und die Flora auch. Ja, Also hat mit dem Typ nichts zu tun. Es ist einfach nur, jeder Vogel ist halt individuell, genauso wie bei Menschen. Hier kommt unser Tiefflieger Popcorn. Der düst immer über den Hof auf minimaler Höhe. Er kam aber wieder zurück und sitzt jetzt da mit Tiamo. Aber ich weiß schon genau, wo er drauf guckt. Ganz genau. Alma ist nämlich von der Flasche weg und nun liegt die da ganz verwaist rum. Da muss Popcorn doch mal sich anschleichen und gucken, was da geht. Irgendwie muss er an diese Flasche kommen. Und das macht er auch.
aber wie in gewohnter Manier alles in Zeitlupe. Bloß nichts überstürzen. Rom ist auch nicht in einem Tag erbaut, ne? Da kann man sich ruhig Zeit lassen. Gut Ding will Weile haben. Die ist jedenfalls reif. Und noch keiner hat es geschafft, den Deckel zu öffnen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Eins ist jedenfalls sicher, wenn das einer schafft, dann schafft das Popcorn. Jung, geh mal ein bisschen schneller. Die beißt nicht, die Flasche. Lauf mal zu. Guck mal, das wird den anderen ja schon zu langweilig. Die fliegen schon ein paar Runden. Er hat die Flasche geöffnet. Stöpsel liegt separat. Ja, und da hat er noch Zuschauer. Die haben sich jetzt umgedreht. Eben haben die alle zum Wintergarten geguckt und jetzt